AfD verbieten und gegen rechts protestieren, das ist es, was jeder anständige Mensch will. Oder? Sehe ich natürlich wieder ein bisschen anders. Und warum? Darüber sprechen wir heute bei Gio Unzensiert. Natürlich, wie immer unzensiert und ganz ohne Woke-Filter. Ich hoffe wirklich, dass meine Mixfriends und ich noch ein bisschen heller werden im Winter, also eigentlich komplett weiß, damit wir nicht abgeschoben werden, wenn die AfD gewählt wird, was wir low-key werden, weil ich sehe nicht weiß aus. Ich habe aber einen deutschen Pass. Ich lebe hier seit 17 Jahren. Ich bin Deutscher. Ich feiere sie dafür, dass sie einfach partout nicht gendert. Sie ist Deutscher. Ich habe einen Brief bekommen von der AfD. Legendärer Anzug. Daher sie kein Deutscher sind und unrein, dürfen sie nicht hier weiterleben. Nächste Station, Türkei Hauptbahnhof. Anschluss in Richtung Izmir, Ankara und Istanbul. Es spielt lustig. Ja keine Rolle mehr, dass ich Deutsche bin, dass ich in Deutschland geboren bin und deutsche Eltern habe. Aber egal. Es zählt ja nur mein Aussehen und meine Herkunft. Weil wir bald Landtagswahlen im Osten haben und weil die AfD in Umfragen ziemlich gut abschneidet, fordern viele Menschen jetzt ein AfD-Verbot. Okay, wartet mal ganz langsam, bevor jetzt alle in Panik verfallen. Was für eine Migrationspolitik will die AfD denn eigentlich? Schauen wir uns mal an. Verhinderung illegaler Migration, Straftäter abschieben, Familiennachzug von Flüchtlingen erheblich erschweren, Menschen ohne Aufenthaltstitel sofort abschieben und weniger bzw. keine Sozialhilfe für Menschen ohne Aufenthaltstitel. Zusammenfassend will die AfD Menschen ohne Aufenthaltstitel abschieben und illegale Migration verhindern. Grundsätzlich ist mir bis heute nicht bekannt, dass gut integrierte Ausländer oder eingebürgerte Menschen mit Migrationshintergrund von der AfD abgeschoben werden sollen. Trotzdem haben die Menschen Angst. Und das muss man natürlich ernst nehmen. Ich sag ja immer, nehmt die Sorgen und die Probleme der Menschen in diesem Land ernst. Ist ja klar. Dabei sind diese Ziele, die wir da gerade gesehen haben in dem Video, erstmal gar nicht so krass. Andere Länder fahren eine teils ganz ähnliche Migrationspolitik. Da hätten wir zum Beispiel Schweden oder auch Finnland. Dann wäre da noch Dänemark, Frankreich, Ungarn oder zum Beispiel auch Italien. Warte mal, gibt es in diesen Ländern plötzlich inflationär viele Rechtsradikale? Wohl kaum. Fakt ist, seit 2012 ist die Zahl an Menschen, die auf der Flucht sind, massiv durch die Decke gegangen. Ende 2022 waren es weltweit rund, und jetzt haltet euch fest, 108,4 Millionen Menschen. Natürlich hat das massive geopolitische und demografische Auswirkungen, ist ja klar. Und Leute, das muss man thematisieren dürfen, ohne direkt zum Rassisten erklärt zu werden. Der Publizist und Autor Henrik M. Broder hat neulich in einem Interview mit Marc Friedrich Folgendes dazu gesagt. Wir hören mal zusammen rein. Wir wollen wissen, wen wir aufnehmen. Und wir finden eine 500.000 pro Jahr zu viel. Und wir sind dann die Rassisten. Wir sind dann die Rassisten. Ich bin der Gegenrassist. Die Rassisten sind die, die die Leute aufnehmen, weil sie unter erbärmlichen Verhältnissen leben lassen. In Turnhallen, ohne jede Privatsphäre. Mit Decken als Trennungswände. Ohne jede Möglichkeit, sich mit Leuten zu verständigen. Aber dieser Urakt der Aufnahme qualifiziert die Empfänger zu guten Menschen. Das würden sie sich nicht nehmen lassen. Sie sind gut auf Kosten derjenigen, denen sie dieses Leben hier zumuten. Truth Bombs. Ich denke, um Rechtsextremismus zu bekämpfen und um Geflüchteten wirklich zu helfen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Menschen in diesem Land gerecht zu werden, bedarf es einer gnadenlos ehrlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Migration und ihren Auswirkungen. Und auch, übrigens, die Auseinandersetzung mit Fluchtursachen und die Rolle, die Deutschland dabei spielt, sollte noch viel breiter und viel ehrlicher aufgearbeitet und besprochen werden. Proteste gegen rechts hingegen sind meiner Meinung nach wieder nur eins, und zwar das zur Schaustellen von Ideologie. Wuhu, ich bin ein guter Mensch, gegen rechts, für Bund. Worum genau geht es denn jetzt eigentlich bei den Protesten gegen rechts? Wofür oder wogegen wird da demonstriert? Gegen eine demokratisch gewählte Partei? Gegen die Menschen, die sie wählen wollen? Für Bund? Mal abgesehen davon, dass überall von
gegen rechts im Allgemeinen gesprochen wird. Ganz ehrlich, eine Demokratie braucht aber linke und rechte politische Strömungen. Wenn linke Politiker jetzt also gegen rechte Politik auf die Straße gehen, dann beschleicht mich persönlich die Vermutung, dass die das Konzept Demokratie noch nicht so richtig verstanden haben. Und das ist offenbar auch nicht das Einzige, was sie nicht verstanden haben. Offenbar finden die es auch absolut in Ordnung, mit Vergleichen und Bildern zu arbeiten, die, gelinde gesagt, geschichtsvergessener und verharmlosender nicht sein könnten. Also diese lächerliche Hinterzimmerzusammenkunft in Potsdam in einem Hotel mit ein oder zwei Dutzend leicht verrückten Leuten, das erinnert Frau Faeser an die Wannsee-Konferenz. Ich glaube am 20. Januar 1942, glaube ich, ja, wo die Spitzen des NS-Regimes zusammenkamen und darüber diskutierten, wie sie die Endlösung der Judenfrage in die Gänge bringen und möglichst effektiv durchsetzen. Und sie müssten wissen, was die Wannsee-Konferenz war und dass man die nicht mit einer Hinterzimmer-Gaudi in einem Potsdamer Hotel vergleichen kann. Und überall sieht man gerade diese Bilder hier. Sag mal, vielleicht habe ich das ja falsch abgespeichert, helft mir mal auf die Sprünge, aber wurde während Corona nicht jeder direkt weggecancelt, der auch nur ansatzweise Vergleiche wie diese gemacht hat? Nee, doch, das war so. Das nenne ich mal mit zweierlei Maß messen. Die Menschen demonstrieren komfortabel gegen ein schwammiges Rechts, von dem keiner eigentlich so richtig weiß, was das genau sein soll. Und natürlich auch für ein Verbot der AfD. Und bevor ich euch sage, was ich davon eigentlich halte, schauen wir uns mal an, was die Menschen, mit denen ich draußen auf der Straße gesprochen habe, dazu zu sagen haben. Finden Sie, die AfD sollte verboten werden? Nein. Ja. Indem man eine Partei verbietet, ändert man nichts an der Situation der Wähler, die sie wählen. Das wird relativ schwierig sein. Ja. Es dauert furchtbar lange. Ich bin dagegen. Und es wird wahrscheinlich eher der AfD nützen, sich wieder als Opfer zu gerieren. Fang mal drüben an. Ich fang mal drüben an. Ich finde ja. Was denkst du denn, ist der Grund dafür, dass die AfD gerade so stark wird? Geld. Da gibt es natürlich Frust in der Bevölkerung über gewisse politische Entscheidungen. Also ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wenn die Leute das Gefühl haben, ihnen wird irgendetwas weggenommen. Hallöchen, darf ich dir drei Fragen stellen? Oh, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich will auch ganz schnell nach Hause. Ich glaube, das ist ein bisschen allgemeiner Frust, der sich dort widerspiegelt. Zumindest bei einem Großteil der Menschen, die dort wählen. Warum sind die Menschen frustriert? Es ist eine etwas dilettantische Gesetzgebung gewesen, die wir in den letzten Jahren hatten. Dann noch, jetzt vor allem nach dieser Korrektivrecherche haben die Leute ja wirklich richtig Angst. Was denken Sie denn, was würde denn passieren, wenn die AfD jetzt in die Regierung kommen würde? Das ist sicherlich sehr schwierig, weil sie erstmal Koalitionspartner finden müssen. Das will ich mir eher nicht vorstellen. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Parteien verbieten, nur weil sie einem nicht gefallen und weil sie zu stark werden, das ist nicht demokratisch. Keiner mehr da. Hallo? Hallo? So, jetzt kommt mal ein bisschen Real Talk. Achtung, könnte unangenehm werden. Ich werde ja oft nach meiner Meinung zur AfD gefragt. Die meisten wissen zum Beispiel, dass ich den öffentlichen Umgang mit dieser Partei viel zu hysterisch finde. Ist so. Was ich aber auch schon oft klargestellt habe, ist, dass ich so meine Problemchen mit der AfD habe. Wieso, Giovanna? Die AfD wird uns alle retten! Ich zeige euch jetzt mal ein kleines Video, das Einblick in eine, wie ich finde, fundamentale Wahrheit der AfD gibt. Oder du willst die Subventionen alle streichen? Nee, das machen wir nicht. Steht da im Grundsatzprogramm. Okay. Moment, was haben wir da gesehen? Dietmar Woidke, Ministerpräsident in Brandenburg und, so ganz nebenbei, jemand, der sich wirklich mit Landwirtschaft auskennt. Und er weist einen Mann mit AfD-Mütze darauf hin, dass gerade die AfD sich in ihrem Grundsatzprogramm für weniger Subventionen in der Landwirtschaft ausspricht. Also genau das Gegenteil dessen, was die Bauern momentan fordern. Und Leute, das steht auch so im Grundsatzprogramm der AfD.
gegen Subventionen sein, aber zusammen mit deutschen Bauern gegen Subventionsstreichungen auf die Straße gehen? Hä? Ergibt keinen Sinn. Ich sag mal so, so wie ich das empfinde, ist in der AfD nicht immer das drin, was draufsteht. Hier ein Ausschnitt eines Politikers des BSW, des Bündnis Sahra Wagenknecht, Christian Laie. Wir hören mal zusammen rein. Eine wissenschaftliche Untersuchung des AfD-Programms zeigt, am meisten profitieren Menschen mit einem Jahreseinkommen von 300.000 Euro oder mehr von der AfD-Programmatik. Das ist die Zielgruppe der AfD. Es gibt keine einzige Partei im Deutschen Bundestag, von deren Steuerprogrammatik die Milliardäre mehr profitieren würden als von der AfD. Das ist doch keine Anti-Establishment-Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine Partei für die Reichen und Mächtigen hinter der Fassade. Die AfD steht nämlich, Achtung, für eine extrem neoliberale Wirtschaftspolitik. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung. Ist ja eine legitime politische Position. Allerdings wirft das schon Fragen auf, wenn man sich mal anschaut, wer die AfD so wählt oder wählen will. Das sind nämlich vor allem Menschen, die aus strukturschwachen Regionen kommen, also zum Beispiel auch viele Arbeitslose. Und das, meine Lieben, bedeutet einen riesigen Unterschied zwischen dem politischen Interesse der AfD und den tatsächlichen Interessen der AfD-Wähler. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass das scheinbar einzige Thema, bei dem sich die Interessen der AfD mit denen ihrer Wähler überschneiden, das Thema Migration ist? Meine Antwort ist ganz klar, Politik und Medien sind schuld, weil sie sich von Anfang an geweigert haben, sich mit der AfD und ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Das Ganze, denen geben wir keine Bühne, hat nur dazu geführt, dass bis heute eigentlich niemand so richtig weiß, wofür die AfD politisch eigentlich steht. Erst jetzt fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie plötzlich so stark wird. Upsi, wie konnte das denn passieren? Schnell verbieten! Zwei Dinge wurden hier meiner Meinung nach richtig verkackt. Und zwar, erstens, den Menschen in diesem Land wurde nicht zugehört und ihre Sorgen und Ängste wurden teils sogar kriminalisiert. Und zweitens, die AfD konnte im Schatten jeder öffentlichen politischen Debatte quasi ohne eigenes Zutun zu einer Mega-Oppositionspartei heranwachsen, die diese Menschen dann eingesammelt hat. Und so führt dann halt eins zum anderen. Bravo, liebe Regierung! Das nenne ich mal eigene Blödheit. Da bringt's übrigens auch nichts mehr, wenn ihr jetzt auf die Straße geht und gegen das fleischgewordene eigene politische Versagen demonstriert. Und noch ein nicht unwesentlicher Grund. Zwei Worte. Björn Höcke. Es tut mir leid, aber dieser Mann ist untragbar. Er benutzt in vollem Bewusstsein immer wieder NS-Vokabular und verbotene Losungen und er arbeitet ganz bewusst mit diesem kleinen Flirt mit der NS-Rhetorik. Sehr süß. Mir ist ehrlich gesagt auch vollkommen egal, ob das nun strafrechtlich verfolgbar ist oder nicht. Es zeigt einfach, was für ein Mensch Höcke ist. Nämlich einer, der mich vermutlich gar nicht mal so gerne bei sich zu Hause am Tisch sitzen hätte. Das weiß ich und das wisst ihr. Und ich werde niemals Fan einer Partei sein, die so jemanden mitträgt. Punkt. Ende aus. Meine Meinung ist so. Take it or leave it. Und deshalb bin ich für ein Verbot der AfD. Ist doch klar, oder? Nein. Bin ich nicht. Und wieso? Da lasse ich jetzt mal andere Menschen für mich sprechen. Das ist eine ziemliche Selbstaufgabe, beziehungsweise die Offenbarung von der eigenen inhaltlichen Ziel- und Planlosigkeit, wenn einem nichts anderes mehr einfällt. Parteien. Genau, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, als eine Partei zu verbieten. Und vor allem, was erwartet man sich dann? Wo soll denn die Unzufriedenheit hingehen? Okay, wir verbieten die AfD. Ist ein interessantes Experiment, dauert 5 bis 8 Jahre vor dem Bundesverfassungsgericht. Was machen wir mit den Wählern? Wenn das 1-2% sind, 1-2% sind, dann kann man machen, okay, das versendet sich. Aber das sind im Osten inzwischen 20%, 25%, 35%. Ja. Und die Leute kann man nicht verbieten. Man kann das Denken nicht verbieten, nicht für eine bestimmte Partei zu wählen. Und man könnte sich langsam anfangen zu fragen, warum stimmen die alle für die AfD? Ja, die Politik der Ampel führt zu massiven Frust, Wut, Verunsicherung. Das beste Mittel, um die AfD kleiner zu kriegen, ist eine andere, eine bessere Politik. Umso länger wir darüber reden, desto mehr entsteht halt ein Eindruck.
die wollen ihre Politik nicht verändern, die wollen sich auch gar nicht mehr bemühen, sondern die wollen am Ende das, was unliebsam ist, verbieten wird. Aber jetzt eine Wochen- und monatelange Debatte über diese Frage, die nützt am Ende nur einem Laden, und das ist die AfD. Ein Verbot der AfD hätte doch jetzt vor allem eine Wirkung. Es würde unsere Gesellschaft noch mehr spalten, als sie es sowieso schon ist. Weil es wieder heißen würde, dass wir uns dem demokratischen Mittel einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dieser Partei widersetzen. Und das kann nicht gut gehen. Das spaltet unsere Gesellschaft, schürt irrationale Ängste, siehe die TikTok-Videos, die wir vorhin geguckt haben, und hilft am Ende auch nicht, weil die Gedanken sind frei und, wie Herr Spahn so schön gesagt hat, Unmut lässt sich halt nicht verbieten. So, meine Lieben, und das war's auch schon wieder von mir und mit dieser Folge von Gio Unzensiert. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschö mit Ö.